Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir Jetpack Jumpers. Keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht, aber es wurde mir von Roblox Felix und Roblox Victor empfohlen. Ich gehe in die Settings und mache mal die Musik aus, weil ich die Musik hier nicht hören möchte. Und ich gehe mal davon aus, dass wir ein Jetpack haben und damit jumpen müssen. Hier rechts gibt es so eine Anzeige, das kennen wir ja aus Tower of Hell zum Beispiel. Und ich glaube, ich weiß schon, worum es geht. Okay, dann mal los. Ja, Mann. Oh, ich habe nur einen Double Jump? Nur einen Boost oder... Okay, okay. Interessant. Results. 610 Distance, 61 Coins und 0 Gems. Das gefällt mir. Das können wir weitermachen. Okay. So, ich habe jetzt einen Jump gemacht, habe dafür 61 Coins bekommen und kann mir Jetpacks kaufen, kann mir Upgrades kaufen. Ich kann scheinbar Pets haben. Wir gehen erstmal zu den Upgrades. Kostet mich 100 für ein besseres Upgrade hierfür. Ein besseres Jetpack kostet mich Power 50 Jump. Also ein Jump habe ich momentan. Und ich hätte gerne zwei Jumps. Und ich kann kein anderes Jetpack kaufen, wie es aussieht. Vielleicht später, okay. Ich hätte gerne noch eine Sprinttaste, aber man kann ja nicht alles haben. Aber dafür, dass es keine Sprinttaste gibt, gibt es auch kein Shiftlock. Oder habe ich Shiftlock? Ich habe Shiftlock ausgestellt. Okay, es gibt Shiftlock. Group Reward. Na, wenn mir das Spiel gut genug gefällt, gehe ich vielleicht in die Gruppe rein. Jetzt haben wir hier zwei Roblox-Connys mit komischen Gesichtern tanzen. Buy Shirt in Use. Okay, zeig mir das Shirt mal von vorne, Bro. Ah, nee, ich glaube nicht, dass ich dieses Shirt mag. Vielleicht, wenn mich das Spiel überzeugt. 150 Gems, kriege ich geschenkt? Nee, okay. Und dann der Construction. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal auf Codes. Weil ich habe schon gelesen, es gibt zwei Codes. Und bei mehr Likes gibt es mehr Codes. 5001 Likes ist der erste Code. Den geben wir hier ein, Use und ich weiß gar nicht, was wir kriegen. Ah, ich habe 50 Gems bekommen. Das gefällt mir. So, jetzt nochmal hier rauf. Jetpack Jumper 10. Drücken wir auch auf Use. Wir müssen irgendwie öfter drücken, damit es funktioniert. Und ich krieg Coins. Perfekt. Okay, das Spiel ist noch nicht optimal. Das UI funktioniert nicht gut. Aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ich habe noch nicht genug. 150 Gems brauche ich hierfür. Aber ich habe auf jeden Fall genug für ein Upgrade. Habe ich vielleicht auch... Warte, wie viel kostet hier so ein Ding? 100 Gems. Na gut, dann noch nicht. Kann ich hier? Okay, ein besseres Ding kann ich hier auch nicht kaufen. Schade. Dann halt ein Upgrade. Kaufen wir uns. So, jetzt brauchen wir noch das das nächste Upgrade. Das kostet uns 300. Die werde ich jetzt zusammensparen, indem ich einfach hier hingehe. Ich will natürlich... Ich versuche den Boost da oben mitzunehmen. Meint ihr, ich schaffe das? Ja, Mann! Rakete, ein Jump! Plus ein Jump! Plus ein Jump! Please! Die Mauer war im Weg. Aua! Hey, nächste Highscore. Ich mag direkt den nächsten Jump. Mir gefällt es nicht, dass das UI nicht direkt reagiert, aber ich kann damit leben. Ich kann damit leben. Jetzt einfach weiter rennen und instant einfach einen neuen Highscore geknackt. Alles klar. Gut, jetzt nochmal... Ich kann mir zwar schon das nächste Upgrade leisten, aber wer will schon? Ich habe irgendwie nicht wirklich Kontrolle darüber, was man hier macht. Aber in Ordnung. Kaufen wir uns das nächste Upgrade. Mir gefällt das. Das ist eigentlich endlich mal ein bisschen was Entspannendes. Es ist wie ein Simulator an sich. Jetzt, wo ich das hier komplett geupgradet habe, kann ich mir als nächstes wahrscheinlich dann ja den hier kaufen. Für 450, das geht doch eigentlich. Es wird auf jeden Fall gut gescaled. Und ich versuche wieder das Ding da oben zu erreichen. Aber dafür habe ich zu viel Power. Naja, ich hab's. Ja! Ha, ich hab's in die Wüste geschafft. Sehr gut. Jetzt noch ein bisschen in die Richtung laufen und Result. Desert. Ja, ich habe die Desert geschafft. 972 Distance, 92 Coins, 9 Highscore. Wenn ihr das Spiel schon mal geschafft habt und irgendwelche Tricks kennt, die ich in dem Video vielleicht noch nicht entdeckt habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weil mir macht das eigentlich schon Spaß. Man könnte es noch ein bisschen smoother umsetzen. Also, ich hoffe, an dem Spiel wird noch weiter gearbeitet. Weil, wenn die weiter an dem Spiel arbeiten, dann bin ich absolut dabei, das auch weiter zu spielen. Ah, man kriegt Gems, wenn man durch die Dinger durchkommt. Okay. Ich würde sagen, ich jump jetzt noch ein paar Mal, bis ich mir das nächste Jetpack leisten kann. Mein Jump wurde nicht angenommen. Please. Jetzt hat er meinen Jump gemacht. Wow. Also an dem Spiel muss wirklich noch eine Menge gefeilt werden. Aber an sich gefällt es mir. Ah, wenn man in dem Ding ist, wird man direkt nach vorne geboostet. Okay. So, jetzt brauche ich noch so zwei Jumps. Über eine Ego-Perspektive. Ja, Mann. Please, weiter, please. Und kriege ich den da oben? Nee, schade, leider nicht. Aber ich kann mir das nächste Jetpack leisten. Vom Wooden Jetpack rüber zum Wooden Jetpack 2. Damit habe ich ja zwei Boosts. Und das nur, weil wir ein paar Sticks und einen Propeller rangeklebt haben. Meinetwegen. Ich will mich nicht beschweren. Ich muss eigentlich die Gems farmen. Also versuche ich hier durch... Oh, ich habe jetzt zwar einen Jump mehr, aber der Jump war irgendwie ziemlich schwach, ne? Kann das sein? Da muss ich wohl wieder ein bisschen farmen. Na gut. Rainer, Rainer! Na gut. Ich habe es nicht geschafft. Man hat nicht viel Kontrolle. Ich wünschte, man hätte mehr Kontrolle. Oder Leute, wenn ihr ein Spiel kennt, das so ähnlich ist wie Jetpack Jumpers, dann schreibt es mir auch mal in die Kommentare. Jetzt hat der Jump Boost schon wieder nicht gezogen, seht ihr? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil mich würde es wirklich interessieren, so ein Jetpack Jumpers Spiel zu spielen.
das dann auch noch ein bisschen besser funktioniert. 20 Gems. Ja, okay, die kann man sich ja immer grabben, ne? Dann kann ich mir als nächstes dann auch so ein paar Pets holen. Dann würde ich sagen, ich gehe mal auf die Dinger da oben. Also, ja, Mann, wieder 20 Gems. So ein bisschen mehr Kontrolle in der Luft wäre schön, dass das Spiel einfach besser auf meine Eingaben reagiert. Jetzt habe ich schon wieder Jump gedrückt, aber er hat keinen Jump gemacht. Aber das ist zu schade. Ich habe Bock auf das Spiel. Ich habe wirklich Bock auf dieses Spiel. Aber es funktioniert halt nicht so gut. Ich wünschte, es würde besser funktionieren. Aber trotzdem macht es noch genug Spaß, dass ich einfach weiterspiele. Okay. Manchmal bringt der Boost so richtig fett was, manchmal nicht. Naja, keine Ahnung. Gucken wir mal, was ich mir so für Upgrades kaufen kann. Da ist ja bestimmt schon wieder was möglich. Und als nächstes Upgrade für 520. Oh, wird langsam teuer. 610 kostet mich das nächste, aber ich würde sagen, ich öffne einfach mal so eine Kapsel hier. Also hier kriegt man Trails dann. Okay, ich habe eine Rare Trail. Die gibt mir 12% mehr. Und die Trail ist direkt ausgerüstet. Okay, also Jump. Und nochmal Jump. Und ich bin rübergesprungen. Ach Mensch, ich will nicht rüberspringen. Okay, ich spare dann einfach mal auf die 150 Gems für das andere Ding, damit ich gucken kann, was ich da so rausziehen kann. Weil ich habe eine Rare Trail, da will ich mich gar nicht beschweren. Und ich muss jetzt einfach mal ein bisschen weiterkommen in diesem Spiel hier. Oh, so weit bin ich noch nie gekommen. Und nochmal 10 Gems. Sehr gut. Noch ein Jump, noch ein Jump. Ah, komm. Mist. New Highscore, 1500. Schreibt mir gerne mal euren Highscore rein, falls ihr das Spiel schon ein bisschen länger gespielt habt. Würde es mich so interessieren, wie weit man so kommt. Aber ansonsten, falls ihr ein Spiel kennt, das so ähnlich ist oder besser ist, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich habe Bock auf solche Spiele. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade so richtig Bock darauf. Endlich mal wieder ein Spiel mit Gameplay-Mechanik, mit Movement. Weil Movement in Roblox zu coden ist schwer. Ich verstehe, dass das Spiel halt so verbuggt ist. Weil es nicht leicht ist, sowas gut umzusetzen. Aber ich hätte es natürlich schon gerne in gut. Ich meine, wer hätte nicht Bock auf dieses Spiel in gut? Aber viele haben mir einen Highscore, also viele in dieser Lobby haben mir einen Highscore dort in der Desert. Ja, ich kriege immer wieder die 10 Gems. Ich bin so ein Boss. Aber man muss halt eine Weile farmen. Wobei, ich muss gar nicht farmen. Ich muss mir erstmal wieder ein neues Upgrade kaufen. So, 900 kostet das nächste Upgrade. Die kann ich auch noch schnell zusammen farmen. Helikopter, Helikopter. Aua. Aua. Ich fall komplett zurück. Wird mir das eigentlich von der Distance abgezogen? Das müssen wir mal austesten. Okay, wenn ich nach vorne fliege, geht meine Distance nach oben. 825. Ah, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Na gut. Ich muss irgendwie nach der rechts, dass ich so dagegen fliege und dann wieder zurück. Meine Distance geht hier nach oben. Und jetzt gehe ich hier gegen und fall zurück. Und ja, meine Distance geht dann wirklich zurück, wenn ich zurückfliege. Aber das ist schade. Ich meine, der könnte ja wenigstens die Max-Distance sich merken, die man erreicht während so einem Jump. Naja, ich habe auf jeden Fall jetzt genügend Gems zusammen. Hier habe ich auch nochmal 30 Gems für bekommen. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Dann können wir uns jetzt mal die Area 2 Trails anschauen. Und da habe ich jetzt so Uncommon. Wer will das denn? Gehen wir mal aufs Inventory. Das bringt mir plus 10, das bringt mir plus 12. Dann werde ich natürlich den hier equippen. Ich meine, hä, warum sollte ich das hier denn equippen, wenn das schlechter ist? Gut, was gibt's denn noch? Also es gibt noch Coming Soon und Coming Soon. Ja, schön, dass die da irgendwas teasen, was kommen soll, aber keine Ahnung. Dann haben wir Codes, haben wir schon eingegeben. Settings gibt's auch schon. Dann gibt es einen Store und hier kann man Double Gems, Double Coin Gain. Dann gibt es noch Booster und solche Packs. Okay, ja, ganz nett an sich. Ich hoffe, aus dem Spiel wird noch was gemacht. Ich hoffe, die fixen alle Bugs, dann bin ich auch zufrieden. Einfach alle Bugs fixen, dass sich das besser spielen lässt, dann bin ich voll cool damit. So, jetzt habe ich aber auch schon genug für das letzte Upgrade und dann kann ich gucken, wie viel mich das Jetpack dann kostet. Und das neue Jetpack, das Budden Jetpack 3, kostet mich dann 1300. Die kriege ich zusammen. Das ist kein Problem. Gib mir eine Minute und ich habe es. Oh, und ich liebe es, die Gems da oben einzusammeln. Oh, das könnte ein Rekord werden. Na, es wird kein Rekord. Na gut. Aber es bringt gar nicht so weit zu fliegen, glaube ich. Ich glaube, es macht mehr Sinn, einfach nur so einen Jump schnell hinter sich zu bringen. Je länger man den in die Länge zieht, oder? Oh, da wäre ich fast hochgekommen. Das wäre cool. Ich kriege jetzt 167. Und wenn ich jetzt einfach nur diesen mache, hier durchlaufe, gar keinen Boost mache, hier gegenknalle, damit es schnell vorbei ist, jetzt kriege ich 49. Na gut, okay. Es lohnt sich schon weiterzukommen. Aber es lohnt sich nicht so sehr, wie ich es gerne hätte. Aber ich habe gar nichts eingesammelt währenddessen. Das ist ja nichts. Und trotzdem bin ich so weit gekommen. Komm, versuchen wir mal, das Ding da links zu erwischen. Nee, dafür bin ich noch zu schwach. Dafür brauche ich ein stärkeres Jetpack. Please, gib mir ein stärkeres Jetpack. Please. Oh, ich hab's geschafft. Nee, ich fall wieder zurück. Neuer Highscore. Okay, ich überlege gerade, ob ich Jetpack-Jumpers einfach nachcode und besser mache. Aber an sich könntet ja auch ihr Jetpack-Jumpers nachcoden und besser machen. Oder Crafter könnte das machen. Crafter, wo bist du? Ich brauche dich, mein Schatz. Ich habe keine Lust, jetzt meine Zeit zu investieren, um so ein Spiel zu coden. Aber Crafter kann das machen. Oh, ah, knapp daneben ist auch vorbei. Tut mir leid, Conny. Aber du hast jetzt sowieso schon genug für dein Jetpack. Warum bist du da nochmal reingegangen? Du dummen Kopf. Okay, dann holen wir uns das nächste Jetpack. Und dann sind wir gleich fertig mit Wooden Jetpacks. So, Wooden Jetpack fertig. Hm, das ist gar nicht mal so schlecht, das Jetpack.
Ich komme hiermit auf jeden Fall viel weiter. Man hat aber nicht direkt das Gefühl, ob man viel weiter kommt. Leute, ich glaube, ich frage Crafter, ob er Lust hat, dieses Spiel hier in besser zu coden. Weil ich habe Bock, dieses Spiel in besser zu spielen. Und wenn ich niemanden finde, wenn niemand von euch mehr in die Kommentare schreibt, doch, ich kenne eins, das viel besser ist, spiel das mal, dann müssen wir es halt selber machen. Wenn du was haben willst, dann mach's halt einfach selber, nicht wahr? Oh, ich schaff's relativ weit. Ist das mein neuer Highscore? Ist das mein neuer Highscore? Nein, es ist nicht mein neuer Highscore. Da ist mein Highscore. Aber wie viel kostet das Upgrade? Ich wette 1500. Nur 1000? Yeah. Der nächste 1250. So cheap. Nice. Ah, ich hab Bock, so ein Spiel besser zu bekommen. Please, gib mir das Spiel besser. Jetzt hab ich aber den Highscore. Ich hab den Highscore geknackt. Und da vorne ist einfach jemand vor mir gelandet. Also, na gut. Und ich knack den Highscore nochmal. Ich knack ihn nochmal. Ich bin so ein Boss. New Highscore. Ja, der Boost, der bringt ja nicht so viel. Weil der einen nicht wirklich... Man hat halt wenig Kontrolle, oder? Ich muss doch lernen, wie man das kontrolliert. Ich meine, wenn ich so mache, glaube, es ist auch ziemlich egal, in welche Richtung meine Kamera schaut. Ich rufe jetzt einfach Crafter an. Es ist mir egal, ob er offline ist. Es ist mir sowas von egal. Der hat jetzt abzunehmen. Es ist mir egal, ob du nicht siehst, dass ich dich anrufe. Mist, ich habe die Rakete nicht erwischt. Und den Boost habe ich auch nicht erwischt. Wie schlecht kann man sein? Naja, holen wir uns das nächste Upgrade. Oh, ich habe einfach Bock. Es macht einfach Spaß. Gib mir dieses Spiel einfach nur in besser. Das ist eine gute Idee. Es ist... nett umgesetzt. Das Ding da oben will ich auch als nächstes einsammeln. Oder ich versuche die Sachen hier links einzusammeln. Oh, hier links war... Nein! Ich habe versagt. Crafter hat auch nicht angenommen. Leute, Crafter nimmt nicht an. Ich muss in dem Spiel sowieso jetzt noch sehr viel weiter farmen. Oh, yeah! Ja, Mann, ich hab's erwischt! Ich kann gleich noch ein paar Trails öffnen. Und da hinten wäre die Pyramide. Und ich habe einen neuen Highscore. Das war ein guter Run. Wir versuchen jetzt, die hier zu öffnen. Ankommen, jetzt plus 5. Macht das Sinn? Ankommen, plus 10. Okay, der letzte Versuch. Und schon wieder ankommen, plus 10. Das war blöd. Da habe ich jetzt alle meine Dings... ausgegeben. Das bringen wir doch alles nicht. Da ist der hier immer noch besser. Naja, schade. Guck mal, man hat nicht das Gefühl, man würde irgendwie... Man boostet sich halt so ein bisschen, aber es bringt nicht so viel. Please. Oh, Mist. Und ich fall wieder zurück. Na gut. Ich komme in dem Spiel nicht wirklich weiter. Ich werde jetzt noch das Upgrade kaufen. Ich will noch auf das nächste Jetpack kommen. So, das nächste Jetpack kostet mich dann 1500 und das bringt mir dann 4 Jumps. Die 1500 farme ich jetzt auch noch zusammen. Oh Gott, das Upgrade, das bringt's. Aber auch nur so initial. Die Jumps an sich, die haben nicht so viel Boost dahinter. Ich wünschte, die Jumps, die man bekommt, wären noch ein bisschen besser. Aber so ist ja nur der Initial-Boost vom Anfang gut. Ich hätte gerne Wusch und dann Wusch. Aber nein, er macht nur Hier so, wow. Naja. Aber ich habe meinen Highscore geknackt. Immerhin. Oh, da hinten kommt auch wieder eine coole Region. Ja. 75 Gems erreicht. Okay. Und wir versuchen jetzt noch einmal aus der Map rauszukommen. Das wäre, glaube ich, auch mein Ziel. Und wusch. Ah, ne. Hier ist eine unsichtbare Wand. Warum machen die da eine unsichtbare Wand? Warum sind die so zu mir? Aber neuer Highscore. Komme ich in die Region rein? Ich habe es in die Region geschafft. Ich bin in der Hölle. Ich krieg dafür nicht mal eine... Achievement? Na gut. Dann waren die wohl nicht bereit, die Robux dafür auszugeben. Mal die Upgrades... Ne, hier. Nächstes Jetpack kaufen wir uns für 1500. Jetzt haben wir dieses Jetpack. Das gucken wir uns auch noch einmal an. Das hat auf jeden Fall auch einen... Oh ja, das hat einen ziemlich guten Boost. Oh, damit kommt man wirklich weit. Guck mal, wie weit ich initiativ gekommen bin. Ohne, dass ich wirklich was dafür gemacht habe. Ich mach das nochmal. Ich gehe hier ohne einen Boost. Ohne Boost komme ich so weit. Und jetzt booste ich mich 1, 2, 3, 4 Mal, damit ich ein bisschen weiterkomme. Damit ich gleich wieder in die Region reinschaffe. Und, oh, diesen Ring will ich noch. Ja. Aua, aua, aua. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ah, das macht Spaß. Ich will gar nicht aufhören, aber ich kann euch in dem Video gar nicht mehr so viel zeigen. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao.